Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Jörg von Bielawski. Als Pressesprecher der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur begrüße ich Sie ganz herzlich vor Ihren Laptops, Tablets und Smartphones und natürlich Professor André Steiner vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, der heute bei uns in Berlin-Mitte über folgendes spannende Thema referiert: die Treuhand und der Fall Carl Zeiss Jena. Der Vortrag findet als Livestream im Rahmen der achteiligen Reihe Die überforderte Behörde – Neue Forschung zur Treuhandanstalt statt, die wir gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin veranstalten. Da wir Sie leider vor Ort nicht begrüßen können, uns Ihre Fragen aber doch sehr wichtig sind, laden wir Sie ganz herzlich ein, sich per Chat auf unserem YouTube-Kanal oder per Mail unter veranstaltung@bundesstiftung-aufarbeitung.de zu beteiligen. Ich werde dabei am Laptop stehen, dort vorne, Ihre Fragen sammeln und sie gerne weitergeben an Herrn Steiner und Herrn Dr. Mehlert, dem Leiter des Arbeitsbereichs Jahresausstellung und Kommunismusgeschichte hier in der Bundesstiftung, der das Gespräch im Anschluss des Vortrags auch moderieren wird. Wir freuen uns über Ihre rege Beteiligung und hoffen, all Ihre Fragen im Rahmen dieses Livestreams auch beantworten zu können. Und nun gebe ich das Wort aber endlich an Herrn Mehlert weiter, der Ihnen Professor Steiner kurz vorstellen wird. Vielen Dank. Ja, lieber André, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren an den Computern und Tablets. Es freut mich, dass heute André Steiner hier referiert, einer der ersten Wissenschaftler, der überhaupt an dem Aktenbestand der Treuhandanstalt im Bundesarchiv einsehen konnte und arbeiten konnte. André Steiner ist Projektleiter am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung sowie Professor an der dortigen Universität. Er ist als Wirtschaftshistoriker ausgewiesen. In den 1980er Jahren studierte er Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er anschließend als wissenschaftlicher Assistent tätig war und 1987 promovierte. Berufliche Stationen führten ihn ans Institut für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften in Berlin, aber auch an das Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Mannheim, woher auch unsere mittlerweile doch ja, fast drei Jahrzehnte währende Bekanntschaft herrührt. 1997 promovierte sich André Steiner mit der Arbeit Die DDR-Wirtschaftsreform der 1960er Jahre an der Universität Mannheim, arbeitete dann an der Ruhr-Universität Bochum, um schließlich seit 2000 am ZZF Potsdam zu forschen. Derzeit arbeitet er zur Wirtschaftsgeschichte der Globalisierung. André hat zahlreiche Publikationen vorgelegt. Es sei mir erlaubt, aus dieser langen Liste auf drei hinzuweisen. Zum ersten seine bekannte Studie Von Plan zu Plan, eine Wirtschaftsgeschichte der DDR, die erstmals 2004 erschien und die auch in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung in einer aktualisierten und bearbeiteten Neuausgabe erhältlich ist. 2016 hat er gemeinsam mit Werner Plumpe den Band Der Mythos von der postindustriellen Welt, wirtschaftlicher Strukturwandel in Deutschland 1960 bis 1990 herausgegeben. Zuletzt und für das heutige Thema von besonderer Bedeutung ist die 2017 im Wallstein erschienene Studie über die Carl Zeiss Stiftung in Wiedervereinigung und Globalisierung 1989 bis 2004. Lieber André, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in meinem heutigen Vortrag möchte ich mich mit einem besonders prominenten, aber auch sehr speziellen Fall im Zusammenhang mit dem Wirken der Treuhandanstalt, nämlich der Privatisierung von Carl Zeiss Jena, widmen. Gerade solche Fallbeispiele bilden auch eine Grundlage, um die Rolle der Treuhandanstalt in der Umgestaltung der ostdeutschen Wirtschaft nach dem Zusammenbruch der DDR angemessen beurteilen zu können. Die Entwicklung bis zur Privatisierung von Carl Zeiss Jena erwies sich als eine überaus spannende Geschichte, die hier aber nicht in ihren Details dargestellt werden kann, die aber nachlesbar ist, wie es von Uli Mehlert gerade schon angegeben wurde. Ich möchte im Folgenden die Ergebnisse der Untersuchung dieses Prozesses zusammenfassen. Für diese Untersuchung standen mir die Archive aller Akteure, also der beteiligten Unternehmen, der beteiligten Landesregierungen und der letzten DDR-Regierung sowie der Treuhandanstalt zur Verfügung, was nicht selbstverständlich ist. Ich werde zunächst auf die Ausgangslage eingehen, um dann nacheinander die Interessen und Positionen der einzelnen Akteure
mit einem Schwerpunkt auf der Treuhandanstalt darzustellen. Abschließend werde ich die Ergebnisse der Umgestaltung behandeln. Zunächst also zur Ausgangslage. Karlshaus Jena galt im letzten Jahrzehnt der DDR als eines der gewinnbringenderen Kombinate. Natürlich waren auch dort die Konsequenzen der SED-Wirtschaftspolitik zu spüren. Aufgrund lediglich punktueller Investitionen war der Kapitalstock insgesamt veraltet. Infolge der weitgehenden Abschottung gegenüber dem Weltmarkt erfolgten Innovationen im Wesentlichen nur in den Bereichen, die von den zentralen Instanzen als Schwerpunkte betrachtet wurden. Das waren in den 80er Jahren vor allem die Rüstungsproduktion im weiteren Sinne. Dazu zählten die Laser-, Weltraum- und Militärtechnik sowie Ausrüstungen für die mikroelektronische Industrie. Durch diese und weitere zentral beschlossene Zuordnungen zusätzlicher Produktion war das Kombinat überdimensioniert, wie auch infolge der typischen Hortungserscheinungen personell überbesetzt. Soweit war das für ein DDR-Unternehmen nicht ungewöhnlich, aber dieser Fall wies aufgrund seiner Geschichte Besonderheiten auf, die dann für den Privatisierungsprozess wichtig waren. Während der deutschen Teilung hatten sich zwei Karzeis-Unternehmen etabliert. Neben dem Traditionsunternehmen in Jena, wo die historische Wiege der Firma stand und das sich ursprünglich im Eigentum der 1889 gegründeten und ebenso dort ansässigen Karl-Zeiss-Stiftung befand, gründeten in die amerikanische Zone evakuierte ehemalige leitende Mitarbeiter nach 1945 im baden-württembergischen Oberkochen ein Zeiss-Unternehmen neu und richteten eine eigene Karl-Zeiss-Stiftung in Heidenheim ein. Beide Karl-Zeiss-Stiftungen Ost und in West beriefen sich auf das Erbe des Gründers Ernst Abbe und sein Stiftungsstatut, also auf die gleiche historische Wurzel. Jedoch sprachen sie sich in langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen, aber auch auf politischer Ebene über Jahrzehnte wechselseitig die Existenzberechtigung ab. Die nach dem Zweiten Weltkrieg in Baden-Württemberg neu etablierte Karl-Zeiss-Stiftung sah in Jena nach der 1948 erfolgten Enteignung der dortigen Stiftungsunternehmen und deren Umwandlung in sogenanntes Volkseigentum das Stiftungsstatut in wesentlichen Punkten nicht mehr erfüllt und damit die historische Stiftung als nicht mehr existent an. Die Jenaer Stiftung wiederum betrachtete die Errichtung der Stiftung in Heidenheim als illegitim, da die Karl-Zeiss-Stiftung zu Jena sehr wohl existiere und die im Stiftungsstatut verankerten nicht unternehmerischen Zwecke, also die Förderung sozialer Einrichtungen und der Wissenschaft im Umfeld der Unternehmen, erfülle, die im Übrigen von der Heidenheimer Stiftung nicht verwirklicht wurden. Darüber hinaus stritten sich beide Seiten lange Zeit juristisch um die Namens- und Warenzeichenrechte, die schließlich zwischen den beiden Zeiss-Firmen im Londoner Abkommen von 1971 grob entlang der Blockgrenzen abgesteckt wurden. Genau deshalb musste diese Frage, also diese Frage der Namen und Warenzeichen, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks ebenso wie das Verhältnis der beiden Unternehmen und der Stiftung zueinander neu geregelt werden. Dies hatte natürlich Konsequenzen für die Privatisierung des VIB Carl Zeiss Jena. Obwohl die Carl Zeiss Stiftung im Westen und ihre Stiftungsunternehmen Ende der 80er Jahre insgesamt wirtschaftlich erfolgreich dastanden, waren bei Zeiss Oberkochen strukturelle Probleme nicht zu übersehen, die die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Unternehmens begrenzten. Mit dem Fall der Berliner Mauer und der sich abzeichnenden staatlichen Wiedervereinigung sahen sie sich mit der öffentlichen Erwartung auch aus der Politik konfrontiert, dass sie an ihren Ursprungsort Jena zurückkehren oder aber zumindest die Bemühungen unterstützen würden, die dortigen Traditionsbetriebe unter den neuen Bedingungen lebensfähig zu machen. Daran waren sie aber wirtschaftlich eigentlich nicht interessiert. Weder wollten sie sich mittelfristig einen neuen Konkurrenten schaffen, noch benötigten sie zusätzliche Kapazitäten, um selbst im Osten erweiterte Märkte abdecken zu können. Jedoch konnten sie dieses Ansinnen wegen der Namen- und Warenzeichenproblematik, aber vielmehr noch wegen der Stiftungsfrage nicht ignorieren. Deren Relevanz ergab sich daraus, dass die Existenz zweier Stiftungen gleichen Namens gesetzlich nicht vorgesehen war.
Da jedoch die Rechtmäßigkeit der Existenz einer der beiden Stiftungen auch den Anspruch auf die Vermögenswerte der jeweils anderen implizierte, berührte die Stiftungsfrage ebenfalls die Stiftungsunternehmen selbst. Also insofern war die Stiftungsfrage unmittelbar mit den Unternehmensfragen verbunden. Auf diese Weise war Carl Zeiss Oberkochen und in Klammern sei angemerkt ebenso wie sein Schwesterunternehmen Schott Glaswerke Mainz, die ja auch zur Carl Zeiss Stiftung gehören, aber auf die ich heute nicht weiter eingehen werde, gezwungen, in diesen Fragen aktiv zu werden. Bei dieser Ausgangssituation lag als Lösung natürlich auf der Hand, mit der sich abzeichnenden staatlichen Wiedervereinigung die Stiftungen und Unternehmen zusammenzuführen und zugleich letztere zu sanieren und umzustrukturieren. Im Zuge dieses Prozesses mussten dann auch die stiftungsrechtlichen und unternehmerischen Probleme sowie die Frage der Warenzeichen und Namensrechte gelöst werden und dabei den Interessen und Positionen der verschiedenen Akteure möglichst Rechnung getragen werden. Und auf diese Interessen und Positionen möchte ich als nächstes eingehen und zunächst zur westdeutschen Seite. Bei Zeiss Oberkochen wurde bereits Anfang 1990, als die Treuhandanstalt noch gar nicht bestand, erwogen, bestimmte Geschäftsfelder des jener Zeiss-Betriebes mit einer eindeutigen Markenidentität, also sozusagen die traditionellen Zeiss-Produkte, auszuwählen und in ein Unternehmen zu überführen, an dem man sich selbst mehrheitlich beteiligen würde. So sollte, wie damals die Unternehmensleitung in Oberkochen einschätzte, ein potenziell starker Wettbewerber, das heißt, man nahm Jena zunächst als möglichen Konkurrenten durchaus wahr und auch ernst, sollte also ein potenziell starker Wettbewerber zum Verbündeten gemacht und andere Konkurrenten von der Zusammenarbeit mit dem Jenaer Unternehmen abgehalten werden. Trotz aller angedachten und dann auch realisierten Kooperation wollte der Oberkochener Vorstand Zeiss Jena aber nicht zu stark machen und zugleich die Frage des Namens, das Namensproblem lösen. Das war einer der entscheidenden zwei Aspekte, die Zeiss Oberkochen besonders wichtig erschienen. Der andere Aspekt betraf die Befürchtung, dass Konkurrenten, insbesondere aus Asien, Teile von Carl Zeiss Jena kaufen könnten, was verhindert werden sollte. Jedoch wurde angesichts der eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Oberkochen die Übernahme in Jena durchaus auch als bedrohlich empfunden. Und deshalb orientierte sich der Vorstand auf eine unternehmerische Minimallösung, die gleichwohl die Lösung der offenen Fragen, also die Namensproblematik und die Stiftungsfrage, ermöglichen sollte. Zugleich beförderten wechselseitige Missverständnisse über die Absichten der jeweils anderen Seite das Misstrauen, das auf beiden Seiten infolge der jahrzehntelangen Auseinandersetzungen bestand. Beides, dieses Misstrauen und die Grenzen der eigenen wirtschaftlichen Kraft, behinderten in Oberkochen das an sich zu erwartende Bestreben, nach Jena zurückzukehren und die dortigen Potenziale für sich nutzbar zu machen. Die Verwaltung der Heidenheimer Stiftung bzw. die Landesregierung Baden-Württemberg waren in den Gesprächen und Verhandlungen bezüglich des Stiftungsproblems zwar anfangs durch ihren Anwalt beteiligt, aber das Heft des Handelns auf westlicher Seite lag vor allem bei den Unternehmen. Das dokumentieren auch die Bilder von dem ersten offiziellen Besuch einer Oberkochener Delegation bei Zeiss Jena im Februar auf der linken Seite, wo im Grunde genommen nur die Vorstandssprecher und Geschäftsführer zu sehen sind, sowie von der Unterzeichnung des ersten gemeinsamen Dokuments der sogenannten Bibelrieder Absichtserklärung im Mai 1990, wo ein Bekenntnis zu einem geplanten Zusammengehen der beiden Stiftungen und der Unternehmen abgegeben wurde. Das ist zu sehen, wo die Herren dann nach der Unterzeichnung anstoßen. Erst nachdem die Gefahr des Verlustes von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen auch in Baden-Württemberg erkannt worden war, schaltete sich der dortige Ministerpräsident im November 1990 in das Verfahren ein. Im Frühjahr 1991 entsandte er dann sogar einen Vertrauten in die Gespräche, der dann auch einen wesentlichen Beitrag leistete, um das Stiftungsproblem zu lösen. Wie stellten sich nun die Interessen auf der ostdeutschen Seite dar? Auch
Auf dieser Seite, beziehungsweise genauer gesagt dann auf der thüringischen Seite, spielten anfangs die Unternehmen, die ehemaligen Stiftungsbetriebe, zunächst noch im Kombinat zusammengefasst, die entscheidende Rolle. Ende Juni 1990 wurde das Kombinat zerschlagen und in einzelne Kapitalgesellschaften, in dem Fall GmbHs, umgewandelt, womit die Carl Zeiss Jena GmbH entstand. Auf dem Bild ist die Demontage des VEB-Signets zu sehen. Bei Carl Zeiss Jena war man sich des Bedarfs an Sanierung und Umstrukturierung durchaus bewusst, wobei die westlichen Stiftungsunternehmen dafür auch von der Belegschaft als natürliche Partner gesehen wurden, da sie der anderen Seite aber nach den jahrzehntelangen Streitigkeiten nicht vollständig traute, betrachtete sie größtenteils die Rückführung der Jenaer Betriebe in das Eigentum der Jenaer Stiftung als die einzige Möglichkeit, die Unternehmen und ihre Arbeitsplätze im Ort und in der Region zu erhalten. Das wurde von der Bevölkerung in Jena und der Region mit Straßenblockaden und zahlreichen Demonstrationen unterstützt. Jedoch widersprach dieses Bestreben, die Betriebe also wieder in die Jenaer Stiftung einzuführen, in den Augen der Heidenheimer Seite dem in Bibelried vereinbarten Ziel, eine einheitliche Stiftung zu schaffen, da wechselseitige Beteiligungen oder Fusionen von Stiftungen nach bundesdeutschem Recht nicht zulässig waren. Die anfängliche Euphorie über die Möglichkeit, nach dem Zusammenbruch der DDR an die Zeiss-Tradition wieder anknüpfen zu können, wich bei der Jenaer Belegschaft und den dortigen Einwohnern einer ambivalenten Empfindung. Einerseits erwarteten sie die Rückkehr der Carl Zeiss Stiftung an ihren angestammten Ort und von den westlichen Stiftungsunternehmen Unterstützung, um den Übergang in die Marktwirtschaft mit möglichst vielen Arbeitsplätzen zu bewältigen. Andererseits fürchteten sie, dass das Unternehmen aus Oberkochen lediglich die potenzielle Konkurrenz aus dem Osten platt machen wollte. Für die letzte DDR-Regierung unter Lothar de Maizière war bereits früh klar, dass sie vor allem die Arbeitsplätze sichern wollte. Dafür betrachtete sie potente Partner, als die sich ja die Heidenheimer Stiftung und ihren Unternehmen präsentierten, während sie die eigenen wirtschaftlichen Schwächen kaschierten, als unerlässlich und kamen diesen weit entgegen. Als aber im Herbst 1990 das Land Thüringen wieder eingerichtet worden war, entstand ein starker neuer Akteur. Er etablierte die Stiftungsorgane, den Wissenschaftsminister als Stiftungsverwaltung und den Wirtschaftsminister als Stiftungskommissar neu und suchte nach juristischen Wegen, seine bzw. die Interessen der Carl Zeiss Stiftung zu Jena zu bestimmen und wahrzunehmen. Diese Aufgaben oblagen Beamten bzw. Beratern, die aus den westlichen Bundesländern abgeordnet waren und die dann natürlich die ihnen bekannten Juristen aus dem Westen beauftragten, die Thüringer Positionen in den anstehenden Rechtsfragen zu formulieren. In der Konsequenz entstand die bemerkenswerte Konstellation, dass die Ost-West-Auseinandersetzungen in der Causa Zeiss zwischen verschiedenen Westjuristen ausgetragen wurden. Die Vertreter Thüringens schätzten die Chancen, ihre Rechtsposition durchzusetzen, anfangs auch positiv ein. Diese Frage wurde aber schließlich nie vor Gericht entschieden, weil sich das Land Thüringen in der Stiftungsfrage im April 1991 dann entschloss, auf diese Auseinandersetzung zu verzichten, weil man sich bewusst geworden war, dass die eigene wirtschaftliche Stärke für die Sanierung der Jenaer Unternehmen nicht ausreichen würde und man aber die Arbeitsplätze auf jeden Fall sichern wollte. Gleichzeitig galt Carl Zeiss Jena aber als ein Vorzeigeunternehmen der thüringischen und der ostdeutschen Wirtschaft, was auch von der Treuhandanstalt so gesehen wurde. Damit bot sich dem Land Thüringen aber die Möglichkeit, die Stiftungsfrage als Hebel zu benutzen, um das westdeutsche Schwesterunternehmen in eine Beteiligung zu zwingen. Und damit komme ich zur Treuhandanstalt. Die Treuhandanstalt wiederum kam erst im Sommer 1990 ins Spiel, als die Gespräche zwischen Oberkochen und Jena, wie gesehen, bereits liefen. Auch in der Treuhandanstalt wurden die westlichen Stiftungsunternehmen als sozusagen die natürlichen Interessenten an den ehemaligen Stiftungsbetrieben in Jena verstanden. Sowohl Rainer Maria Gohlke als der erste Präsident der neuen Treuhandanstalt als auch Detlef Carsten Rohwedder wollten als Präsidenten
die Kreisei-Stiftung an ihren historisch angestammten Ort zurückbringen und damit auch die dortigen Unternehmen erhalten. In dem wenige Stunden vor seinem Rücktritt stattgefundenen ersten Gespräch mit den Vorstandsvertretern von Zeiss Oberkochen berief sich Gohlke am 20. August 1990 auf das Ziel der Treuhandanstalt, Partner für die Sanierung der DDR-Betriebe zu finden, um Arbeitsplätze zu sichern und deren Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Seines Erachtens könne ein solcher Sanierungspartner, wie er wörtlich formulierte, im Fall Zeiss, aber auch ein x-beliebiger Dritter, zum Beispiel ein Japaner, sein. Nachdem er auf diese Weise den Vertretern von Zeiss West gedroht hatte, erkannte er dann aber an, dass aufgrund der besonderen Stiftungs- und Namensproblematik zunächst nach einer Lösung mit Zeiss Oberkochen gesucht werden solle. Für Gohlke war klar, Zitat, dass schon aus geschichtlichen Gründen die Stiftung auch nach Jena gehöre, Zitat Ende. Das unterstrich Rohwedder ebenso verschiedentlich gegenüber den Vertretern von Zeiss Oberkochen, deren Zögern er offenbar überhaupt nicht verstehen konnte. Er betonte im Oktober 1990, einen Tag vor der formalen Wiedervereinigung, Zitat, dass der Sitz der Stiftung wieder nach Jena müsse. Was unter Gewalt getrennt worden sei, könne nun wieder zusammengefügt werden. Es gelte, den Status quo ante herzustellen, etwas anderes entspreche nicht dem Lebensgefühl der Deutschen, Zitat Ende. Zugleich gab Rohwedder dem im Vorstand der Treuhandanstalt für den Bereich Sanierung zuständigen Klaus-Peter Wild, hier zu sehen unter Rohwedder, dringend die Order, dass die Zeiss-Angelegenheit, Zitat, wegen ihrer besonderen Schwierigkeit hochrangig in seiner Hand zu behandeln sei. Damit war die Zeiss-Problematik direkt beim Vorstand der Treuhandanstalt angesiedelt. Durch die frühzeitige Festlegung auf Zeiss Oberkochen machte sich die Treuhandanstalt aber hinsichtlich der Übernahmekonditionen erpressbar. Das war jedoch nur ein Moment der allgemein ohnehin eher schwachen Verhandlungsposition der Treuhandanstalt. Sie stand ja unter dem politischen Druck, ihren Unternehmensbestand schnellstmöglich zu verkaufen. Deshalb erschienen die Vertreter der Privatisierungsbehörde, unabhängig von ihrer persönlichen Herkunft, in den ostdeutschen Betrieben oft auch als Vertreter der potenziellen, in der Mehrheit ja dann westlichen Käufern. Außerdem musste sie aufgrund dieses Zeitdrucks natürlich vielen Bedingungen, die von den potenziellen Käufern vorgegeben wurden, zustimmen. Die Treuhandanstalt stand bei Zeiss scheinbar zwischen den Fronten. Angesichts der anderen Akteure wirkte sie in diesem Prozess mitunter durchaus peripher. Nichtsdestotrotz war sie aber die Eigentümerin der Jenaer Unternehmen und aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche sowohl von Zeiss Oberkochen als auch von Zeiss Jena und Thüringen verliehen ihr die ihr zur Verfügung stehenden Gelder doch erhebliche Potenz. Anfangs führte die Unkenntnis der komplizierten juristischen Materie dazu, dass sie im Sommer 1990 beiden Seiten sich widersprechende Zusagen machte. Zugleich wurde sie wiederum von den anderen Mitspielern verschiedentlich instrumentalisiert. Dabei war Zeiss Oberkochen als der Wunschkandidat der Treuhandanstalt in der günstigeren Position. So wurde dem Jenaer Unternehmen im Herbst 1990 von der Treuhandanstalt klar bedeutet, dass man in den Verhandlungen mit Oberkochen Ergebnisse bis hin zur Bildung gemeinsamer Kapitalgesellschaften erwarte. Diese Verfahrensweise musste die Jenaer Verantwortlichen an die Art erinnern, wie in der DDR Weisungen erteilt wurden, noch dazu, wenn dies nun von einem in der Privatisierungsbehörde tätigen ehemaligen stellvertretenden DDR-Minister getan wurde. Jedoch legte das Jenaer Unternehmen ein Sanierungskonzept vor, das als zu optimistisch eingeschätzt wurde, woraufhin es dann auch einräumte, die Lage und weitere Entwicklung erstmal günstiger dargestellt zu haben, um bei der Treuhandanstalt als sanierungswürdig eingestuft zu werden. Offensichtlich wurden hier jahrzehntelang im DDR-Planungssystem eingeübte Praktiken auch gegenüber der Privatisierungsbehörde angewandt. Ebenso wurde die Treuhandanstalt im Dezember 1990 auf Veranlassung von Oberkochen gegenüber dem Land Thüringen tätig, nachdem dort für ihre eigenen Pläne ungünstige Schritte, wie eben die Etablierung aller Stiftungsorgane der Jenaer Stiftung, vollzogen worden waren. Daraufhin wollte Wild
weitere, Zitat, unvorsichtige Schritte in Thüringen, Zitat Ende, wie er an Rohwedder schrieb, verhindern und dem Thüringer Ministerpräsidenten Josef Duchak angesichts der wirtschaftlichen Situation der Jenaer Unternehmen ein, Zitat, Horrorszenario für den Fall an die Wand malen, dass Thüringen weiter auf die Selbstständigkeit der Jenaer Stiftung dringe. Zugleich musste auch die Treuhandanstalt dem Umstand Rechnung tragen, dass sich Geschäftsleitung und Belegschaft von Zeiss Jena teils mit Recht selbstbewusst zeigten. Mit dem Namen Carl Zeiss Jena war ein Prestige verbunden, das für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ostdeutschlands im Allgemeinen und Thüringens im Besonderen stand. Deshalb wurde die Entwicklung bei diesem Unternehmen nicht nur von der eigenen Belegschaft und den Bewohnern Jenas, sondern von der Öffentlichkeit weit darüber hinaus beachtet. Entsprechend betonte Wild im Dezember 1990, dass es bei Zeiss Jena um die, Zitat, Würde Thüringens gehe und ein anderes Zitat, es eine ungeheure Niederlage für die Treuhandanstalt wäre, wenn Zeiss in Jena verschwinden würde. Auf diesem Prestige basierte ebenfalls eine nach wie vor vorhandene latente Rivalität zwischen dem Ost- und dem Westunternehmen und Zeiss Jena traute sich, wenn nicht anders möglich, auch einen eigenständigen Weg zu. Jedoch versuchte die Treuhandanstalt auch Zeiss Oberkochen unter Druck zu setzen, tatsächlich nun endlich das Jenaer Unternehmen zu übernehmen. So lancierte die Treuhandanstalt im Herbst 1990 noch einmal öffentlich, dass man die Jenaer Betriebe notfalls auch an Japaner oder Amerikaner verkaufen wolle, wenn Oberkochen mit der Übernahme weiter zögere. Damit war die Angst in Oberkochen angesprochen, dass das Jenaer Zeiss-Unternehmen an Dritten, vor allem an Konkurrenten aus Übersee, verkauft werden könne. Und damit würde das Problem der Namens- und Warenzeichenrechte wieder auf der Tagesordnung stehen, nachdem dafür zwischenzeitlich im September 1990 eine Lösung gefunden worden war, die ja vor der staatlichen Wiedervereinigung zwingend erforderlich war. Danach firmierte Jena nun als Jen Optik Carl Zeiss GmbH und Oberkochen als Carl Zeiss. Als der Oberkochener Vorstandssprecher Horst Skolodek auf die öffentlichen Ankündigungen der Treuhandanstalt, also Wild sozusagen den Vertreter der Treuhandanstalt auf die öffentlichen Ankündigungen ansprach, ruderte Wild zurück und versicherte, es bestünden im Moment keine Kontakte zu Dritten. Auch den Vertretern aus Jena erklärte Wild im Januar 1991, dass eine Veräußerung an Dritte wie japanische oder taiwanesische Firmen erhebliche rechtliche Probleme aufwerfen würde. Schließlich dürften diese den Namen Carl Zeiss dann im Inland nicht verwenden, sondern nur im östlichen Ausland. Tatsächlich gab es für Zeiss Jena ausweislich der Unterlagen der Treuhandanstalt keine ernsthaften dritten Interessenten. Dies erklärt sich mit den im Fall einer Übernahme durch Dritte drohenden und in ihrem Ausgang höchst ungewissen juristischen Auseinandersetzungen nicht nur um die Namens- und Warenzeichenrechte, sondern auch um die Eigentumsrechte mit der Carl Zeiss Stiftung Heidenheim, die ja dann keinen Grund mehr zur Zurückhaltung gehabt hätte. Wild hielt daran fest, dass die bei der Privatisierungsbehörde noch befindlichen Anteile der Jenaer Firmen auf jeden Fall einer einheitlichen Carl Zeiss Stiftung übertragen werden sollten. Diese Anteile, so betonte er im Januar 1991, könnten nicht, wie er sich ausdrückte, an die Oststiftung gegeben werden, denn diese hat kein Geld. Das führt zu Minimallösung, Zitat Ende. Dem Thüringer Stiftungskommissar hatte er dem Vernehmen nach zur gleichen Zeit erklärt, dass in diesem Fall die Jenaer Stiftung wirtschaftlich sofort in Konkurs gehen müsste. Und insofern setzte die Treuhandanstalt darauf, dass sich beide Seiten auf eine einheitliche Carl Zeiss Stiftung einigen würden und das möglichst rasch, um die bestehenden Hindernisse für die unternehmerische Zusammenführung aufzulösen. Aber auch Zeiss Oberkochen pokerte gegenüber der Treuhandanstalt hoch. Als seine Planung für Jena in den nächsten Jahren nur Verluste und keine Aussicht auf Verbesserung auswies, wurde vom Vorstand in der zweiten Januarhälfte 1991 angewiesen, das Zahlenbild zu verbessern. Es brauche eine glaubwürdige, mittelfristig positive Perspektive, Zitat Ende.
Schließlich solle die Treuhandanstalt für den zu übernehmenden Kern des Jenaer Unternehmens neben dem Eigenkapital alle Altlasten, die Kosten einer Programmerneuerung, die Eigenkapitalausstattung aller zu gründenden Gesellschaften und die Verluste für 5 bis 6 Jahre übernehmen. Im Gegenzug wurden die von Oberkochen zu erbringenden Leistungen aufgelistet, die von Fertigungsstunden über Managementhilfe, Technologietransfer und Bereichsverlagerungen bis zu Dienstleistungen und Zukunftsinvestitionen reichten. Diese Liste betrachteten die Oberkochener selbst, Zitat, als eine Mischung aus Wunschdenken und Argumentationshilfe, Zitat Ende, die kreativ, aber glaubhaft zu ergänzen sei. Kurzum, auch das westliche Unternehmen versuchte, seine bei einer Übernahme einzubringenden Anteile zu schönen und zugleich das von der Treuhandanstalt zu Leistende zu maximieren. Ökonomisch gesprochen, auch Oberkochen nutzte die asymmetrische Informationsverteilung gegenüber der Treuhandanstalt aus. Alle diese Handlungsmuster waren bis zu der letztlich im Sommer 1991 dann erzielten Einigung und darüber hinaus auch zu beobachten, wobei die Wendungen und Irrungen der verschiedenen Verhandlungen hier aus Zeitgründen nicht dargestellt werden können. Wie sah nun das Einigungsergebnis aus? Die Einigung bestand letztendlich darin, dass die bisherige Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH in die von Oberkochen mehrheitlich zu übernehmende neue Gesellschaft Carl Zeiss Jena GmbH sowie in die Jenoptik GmbH aufgespalten wurde. Letztere umfasste die verwertbaren Unternehmensteile, die nicht von Oberkochen übernommen wurden. Dabei wurde mehr als die Hälfte der ehemals bei der Jenoptik Carl Zeiss GmbH Beschäftigten nicht in eine der beiden neuen Gesellschaften übernommen und schließlich zum Jahresende 1991 entlassen. An der neuen Carl Zeiss Jena GmbH war Oberkochen mit 51% und damit mit der unternehmerischen Führung sowie die Jenoptik GmbH wiederum mit 49% beteiligt, da die Jenoptik vollständig dem Land Thüringen gehörte, war damit quasi auch das Land beteiligt. 1995 erst übertrug die Jenoptik seine Anteile an der Carl Zeiss Jena GmbH auf Carl Zeiss Oberkochen, sodass Oberkochen nun 100% von an der Carl Zeiss Jena GmbH besaß. Im Gegenzug verpflichtete sich Oberkochen, Jena als Forschungs- und Produktionsstandort zu erhalten und eine bestimmte Mindestzahl an beschäftigten Arbeitnehmern nicht zu unterschreiten. Diese Lösung war aber nur aufgrund einer großzügigen Mitgift der Treuhandanstalt und des Landes Thüringen möglich. Die Treuhandanstalt entschuldete die Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH mit 992 Millionen D-Mark, also fast 1 Milliarde D-Mark vollständig, stattete die Carl Zeiss Jena GmbH mit dem erforderlichen Eigenkapital aus und übernahm für 5 Jahre die Verluste, was mit einer Einmalzahlung von 587 Millionen D-Mark abgegolten werden sollte. Zudem sollte die Carl Zeiss Jena GmbH von der bisherigen Gesellschaft etwa 2.800 Beschäftigte übernehmen. Alle Vereinbarungen zur Stiftung, zu den gesellschaftsrechtlichen Fragen und den Übernahmebedingungen wurden in einer Grundsatzvereinbarung zusammengefasst, die dann am 25. Juni 1991 von allen Beteiligten unterzeichnet wurde. Insgesamt flossen von der Treuhandanstalt und Thüringen 3,3 Milliarden D-Mark in den Zeiss-Komplex. Dazu zählt aber auch Schott und das Glaswerk, also alles, was sozusagen zur Zeiss-Stiftung gehörte. Die schließlich erfolgte unternehmerische Vereinigung erforderte von beiden Zeiss-Unternehmen einen Umbau, wenn auch in unterschiedlichem Maße und verschieden gewichtet. Die beschränkte wirtschaftliche Potenz des Oberkochner-Unternehmens zog letztlich eine Minimallösung nach sich, bei der nur die traditionellen Zeiss-Kernbereiche übernommen wurden. Das Überleben von Carl Zeiss Jena ergab sich auch in entscheidendem Maße daraus, dass es sich um ein Vorzeigeunternehmen der thüringischen und der ostdeutschen Wirtschaft handelte, das schon aus Prestigegründen nicht untergehen durfte. Stiftungsrechtlich mussten bei der Vereinigung der beiden Carl Zeiss-Stiftungen die Rechtspositionen beider Seiten gewahrt bleiben und trotzdem ein Weg gefunden werden, über den die Schaffung einer Stiftung möglich war.
Dies geschah schließlich formal über einen Staatsvertrag zwischen Baden-Württemberg und Thüringen, den beiden Sitzländern der Karl-Zeiss-Stiftung und dem dann erfolgenden Beitritt der Jenaer Stiftung zur Heidenheimer Stiftung, ähnlich dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Die Voraussetzung dafür war aber, dass das Land Thüringen, wie bereits gesagt, darauf verzichtete, seine Rechtsposition vor Gericht durchzusetzen. Alles in allem kann die Vereinigung der beiden Karl-Zeiss-Stiftungen als ein Erfolg betrachtet werden. Es gelang, eine einheitliche Stiftung zu schaffen, die die Stiftungszwecke erfolgreich verwirklicht und auch über die einschlägigen Namens- und Warenzeichenrechte verfügt. Der Vereinigungsprozess lieferte auch einen Anstoß dafür, dass die einheitliche Karl-Zeiss-Stiftung die wissenschaftlichen und sozialen Förderzwecke des Stiftungsstatuts wieder aufnahm. Zudem haben die Stiftungsunternehmen Carl Zeiss und Schott Glaswerke neben ihren Standorten Oberkochen und Mainz den Ursprungsort der Stiftung Jena auch als wesentlichen Platz der Produktion und im Fall von Zeiss der wichtiger Querschnittsbereiche gesichert. Insgesamt kostete dieser Prozess allerdings die weit überwiegende Zahl der Arbeitsplätze, die ehemals in Jena beim überdimensionierten Zeiss-Kombinat vorhanden waren. Jedoch fällt die Arbeitsplatzbilanz schon positiver aus, wenn man die zahlreichen Aus- und Neugründungen im Umfeld der drei aus dem Zeiss-Konglomerat hervorgegangenen Unternehmen Carl Zeiss Jena GmbH, Jena Glaswerk GmbH und Jena Optik GmbH einbezieht. Aber auch Carl Zeiss Oberkochen musste sich schließlich einem schmerzhaften Umstrukturierungsprozess unterziehen, der dort ebenfalls mit Arbeitsplatzabbau verbunden war. Jedoch stellte dies nicht eine Konsequenz des Vereinigungsprozesses dar, sondern war vielmehr Folge und Teil des sich weltweit vollziehenden wirtschaftlichen Strukturwandels, dem alle beteiligten Unternehmen, natürlich auch die Jena, Rechnung tragen mussten. Zu diesem historischen Prozess hätte es sicher auch Alternativen gegeben. Es ist allerdings fraglich, ob mit ihnen gemessen am tatsächlich eingetretenen Erfolg der Carl Zeiss Stiftung und der Unternehmen ebenso wie der Zahl der Arbeitsplätze mehr zu erreichen gewesen wäre. Beispielsweise hätte eine juristische Auseinandersetzung zwischen den beiden Stiftungen vermutlich mehr Verlierer nach sich gezogen. Eine selbstständige Existenz der beiden Zeiss-Unternehmen in Oberkochen und in Jena wäre wohl machbar gewesen, wenn ersteres letzterem die Namensrechte abgekauft hätte, was, wenn überhaupt, nur vor der Wiedereinrichtung des Landes Thüringen denkbar gewesen wäre. So scheint es, als wenn im Detail, wie bei der Auswahl der zu übernehmenden Geschäftsfelder durch Zeiss Oberkochen, manches vielleicht besser geregelt hätte werden können, sodass sich das Unternehmen strategisch stärker aufgestellt hätte und mehr Arbeitsplätze erhalten hätte. Im Grundsatz aber entsprachen die gefundenen Lösungen wohl dem, was in der historischen Situation machbar und verkraftbar war. Alles in allem hat die Treuhandanstalt in diesem Fall durchaus eine konstruktive Rolle gespielt. Allerdings resultierte ihr besonderes, nicht nur finanzielles Engagement, vor allem daraus, dass es sich bei Carl Zeiss um einen speziellen Fall handelte, nicht nur als Vorzeigeunternehmen, sondern auch als Doppelunternehmen, woraus sich quasi natürliche Partner ergaben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dann noch mal kurz zurück, lieber André, weil, wenn ich nicht geschlafen habe, du links auf dem unteren Bild ist doch Cleverle, ne? Also Lothar Späth. Nein? Dann habe ich ihn von der Seite her nicht richtig erkannt, aber der Name ist doch in deinem Vortrag jetzt gar nicht gefallen. Ja, ich habe den Namen jetzt ausgelassen. Das stimmt. Ich habe immer nur von dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten gesprochen, weil der ja in der Zeit wechselt. Zum Anfang handelt es sich um Lothar Späth, ja. Und dann eben um jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der Nachfolger, Erwin Teufel. Das war auf dem Bild, war nicht Lothar Späth, das war sozusagen Klaus-Dieter Gattner, der Geschäftsführer von Carl Zeiss Jena. Also das waren jetzt wirklich nur die Geschäftsführer und Vorstandsleute. Aber ich meine, das Verrückte ist ja, dass der Ministerpräsident Baden-Württembergs dann 1991 schon oder 92 Chef von Jena, also Carl Zeiss Jena selbst wird, ne?
Das Verrückte, also am Fall Lothar Späth ist das Verrückte eigentlich noch was ganz anderes. Der tritt ja im Januar 1991 zurück als Ministerpräsident in Baden-Württemberg wegen der sogenannten Traumschiff-Affäre und taucht plötzlich im Frühjahr 1991 als Berater des thüringischen Ministerpräsidenten Josef Duchak in Zeiss-Fragen auf. Und das ist insofern natürlich pikant, weil A, gibt es auf Thüringer Seite zunächst natürlich schon erst Befürchtungen, ob der gegenüber Thüringen überhaupt loyal ist. Und auf der anderen Seite gibt es in Oberkochen, bei denen stellen sich natürlich ein bisschen die Nackenhaare hoch, weil Lothar Späth als baden-württembergischer Ministerpräsident natürlich mit der Zeiss-Sache immer vertraut war. Also weil die Stiftungsverwaltung lag ja beim Wissenschaftsministerium Baden-Württembergs. Und insofern bei besonders wichtigen Fragen war dann natürlich auch Lothar Späth immer mit eingeschaltet. Insofern war das natürlich eine pikante Personalie. Und auch später wollte dann der Oberkochener Vorstand natürlich auch nicht, dass Lothar Späth in den Aufsichtsrat der Carl Zeiss Jena GmbH eintritt, was dieser gerne wollte, als hier in Optik Chef und hier in Optik besaß zu dem Zeitpunkt ja noch 49% der Anteile. Das ist ihm dann erst gelungen, nachdem sozusagen, das ist jetzt nicht mehr Teil dieser Geschichte, um die es heute eigentlich geht, sondern Teil der sogenannten Zeiss-Krise, die dann 1994-95 kam, als Zeiss dann wieder eine Unterstützung von Thüringen brauchte, hat dann Thüringen darauf gedrängt, dass Lothar später diesen Aufsichtsratssitz, nicht Vorsitz, aber Sitz bekommt. Also insofern, die Geschichte mit Lothar Späth ist schon durchaus pikant und vielleicht sei in Klammern auch noch angemerkt, er hat sich ja dann später für Jena sicher unbestritten große Verdienste erworben. Aber zum Anfang, als er sich in diesen Zeiss-Prozess eingeschaltet hat, hat er doch eher eine dubiose Rolle gespielt. Also war nicht klar, auf welcher Seite er da sein Herz hält. Nein, das war ziemlich schnell, ziemlich klar. Ja, die Verhandlungen waren ja zu dem Zeitpunkt, als er da sozusagen auftauchte, schon ziemlich weit fortgeschritten. Und es gab schon die verschiedenen Modelle, die da diskutiert wurden. Und plötzlich tauchte Lothar Späth auf und machte seinem Namen als Cleverle alle Ehre, indem er dann plötzlich ganz neue Vorschläge rausholte, die im Kern darauf hinausliefen, dass da ein Konglomerat entstehen sollte, das er führen wollte. Um es klar zu sagen. Ja. Also. Ich meine, das ist für jemanden, der diese Geschichte vage erinnert und heute Abend als Vortrag gehört hat, unglaublich verwirrend mit diesen verschiedenen Carl Zeiss Jena, Jenoptik, Schott etc. Gehört jetzt alles, was aus dem ehemaligen Carl Zeiss Jena an Industrie übrig geblieben ist, der Stiftung? Oder gibt es jetzt noch unabhängigen Unternehmen? Dabei an einer Stelle habe ich da wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. Es gibt ja die Jenoptik GmbH. Da ist ja sozusagen im Grunde genommen alles ausgelagert worden, also deswegen diese Spaltung, was Oberkochen faktisch nicht wollte. Oberkochen hat sich konzentriert auf den Zeiss-Markenkern, also sprich Mikroskope und Teleskope und alle diese Geschichten, was traditionelle Zeiss-Produkte waren. Das hat in Oberkochen dann natürlich durchaus zu Problemen geführt, weil sie sich ja faktisch damit eine Doppelproduktion an Hals geholt haben. Also, weil die Produktion gab es in Oberkochen dann genauso. Das war dann einer der Probleme, die dann mit in diese Zeiss-Krise geführt haben. Und das musste dann bereinigt werden, musste zusammengelegt werden, ne, und entsprechend saniert werden. Und der Rest marschierte dann zu Jenoptik. Das war auch in Oberkochen nicht unumstritten. Also auch da gab es Stimmen, die gesagt haben, wir müssten eigentlich viel mehr uns da sozusagen nehmen. Insbesondere auch die Hightech-Bereiche, die es ja gab, also was in Richtung Militärtechnik ging, beziehungsweise diese Ausrüstung für die mikroelektronische Industrie. Aber der Vorstand in Oberkochen, die haben eben die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht gesehen. Und die standen da, das hat auch sehr viel mit dieser Stiftungskonstruktion zu tun. Die Stiftung, wenn eine Unternehmensstiftung bzw. Stiftungsunternehmen durften zu dieser Zeit, deswegen gab es später dann eine Stiftungsreform, um das zu ändern, durften kein Kapital am Kapitalmarkt aufnehmen. Aus juristischen Gründen sozusagen. Und dadurch hatte gerade Zeiss Oberkochen Kapitalmangel. Bei Schott sah die Sache ganz anders aus. Schott musste dann sozusagen immer Kapital rübergeben zu Zeiss, was denen natürlich auch nicht gefallen hat. Das war der sogenannte Haftungsverbund zwischen Schott und Zeiss, weil die eben beide zur Zeiss-Stiftung gehörten.
Und deswegen, wegen dieser begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten, haben die, wie ich immer sage, so eine unternehmerische Minimallösung dann gesucht. Und der Rest ist eben zu ihren Optik marschiert. Und das war auch ein sehr disparates Unternehmen ja zum Anfang, weil da alles Mögliche, was faktisch zusammengekehrt wurde, zusammengetan wurde. Und Späth hatte faktisch die Aufgabe, daraus ein Unternehmen zu formen. Das hat er dann mit Verkäufen und Zukäufen dann, also der hat ja auch, Jenoptik hat ja auch sehr viel Geld bekommen von der Treuhand. In Oberkochen wird ja immer noch heute noch gesagt, also die haben sozusagen Geld bekommen, was eigentlich für uns vorgesehen war und so. Sie haben tatsächlich, das konnte ich einigermaßen rekonstruieren, dass sie tatsächlich in dieser letzten Runde, das ist die sogenannte Mammutsitzung, die ging irgendwie die ganze Nacht durch, wo die da verhandelt haben. Leider gibt es dazu kein Wortprotokoll zu dieser Verhandlung. Also man kann nur sozusagen aus den Plänen, die vorher gemacht wurden, und dem Ergebnis dann so einigermaßen ablesen, was sich da noch verändert hat. Und da sieht man, dass tatsächlich Jenoptik etwas mehr bekommen hat als ursprünglich gedacht. Und da kann man jetzt nur mutmaßen, dass Späth möglicherweise als nun wirklich gewiefter Politiker in dieser Runde dafür sein Potenzial, also es war ja schon klar, dass er da der Chef wird, für sein Unternehmen das Maximale rausgeholt hat. Vielleicht interessiert es die anderen auch. Mich interessiert es, erstens mal wusste ich gar nicht, dass es in der DDR Stiftungen gab. Also das heißt, diese Zeiss-Stiftung hat tatsächlich die ganze DDR-Zeit über irgendwie mit irgendwelchen Stiftungsratsmitgliedern oder wie auch immer existiert und hat als soziale soziale Arbeit oder Kulturarbeit gemacht. Und die war aber eben über die Zeit der Enteignung nicht mehr Eigentümerin der Unternehmen und wurde praktisch wieder als Eigentümerin nach 1989/90 eingesetzt. Die Zeiss-Stiftung wurde faktisch aus juristischen Gründen nie aufgelöst. Also die Zeiss-Stiftung bestand weiter. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es die einzige Stiftung in der DDR war. Aber es ist ebenfalls Tatsache, dass erst die de Maizière-Regierung hat überhaupt erst ein Stiftungsgesetz verabschiedet. Das gab es vorher in der DDR gar nicht. Also es können maximal noch Einzelfälle gewesen sein. Bei der Zeiss-Stiftung ist es so, dass gerade wegen dieser juristischen Auseinandersetzung mit den Westunternehmen bzw. der Weststiftung wurde die letzten Endes nie wirklich aufgelöst. Und die finanzierte bestimmte Sozialeinrichtungen, also das Volkshaus in Jena ist ja zum Beispiel ein so ein Ding und bestimmte kulturelle Einrichtungen. Und das konnte sie machen, weil das Kombinat sozusagen sie finanziert hat. Sie hat Zuwendungen vom Kombinat bekommen. Und das war dann auch immer die Begründung gegenüber dem Westen, dass die Stiftung nach wie vor existiere. Sie nehme die nicht unternehmerischen Aufgaben wahr. Die Stiftungsunternehmen waren 1948 enteignet worden und in Volkseigentum überführt worden. Und das war genau der Grund, wieso die Weststiftung gesagt hat, die Oststiftung erfüllt das Statut nicht mehr und ist deswegen nicht mehr existent. Das war diese Bruchstelle, wo sie versucht haben, mehr oder weniger ihren Anspruch dann durchzusetzen. Genau, und die Schwäche der Westargumentation war allerdings, dass im Stiftungsstatut gibt es bestimmte Paragraphen, die von Ernst Abbe als dem Gründer der Stiftung als unabänderlich festgelegt wurden. Und dazu gehört der Stiftungsort. Das war die Schwäche der Westargumentation immer. Über die sie dann versucht haben, sozusagen mit verschiedenen juristischen Winkelzügen auszuhebeln. Und es gab in der Bundesrepublik Ende der 60er Jahre einen höchstrichterlichen Spruch, die sogenannte Lex Zeiss, wo das sozusagen faktisch bestätigt wurde. Und darauf konnten die sich dann immer berufen, dass das auf dem Gebiet der Bundesrepublik wurde, also die Stiftung in Jena als nicht existent betrachtet. Und die in Jena haben gesagt, das ist sozusagen illegitim gewesen, dass da überhaupt so eine Stiftung gegründet wurde in Heidenheim. Jetzt sind wir Historiker, Fachmann für alle Wissenschaftsgebiete, insofern auch für Juristerei und Rechtswissenschaft. Du hast vermutlich im Rahmen deiner Archivrecherchen wahrscheinlich auch alle möglichen Einschätzungen über die rechtlichen Chancen eines solchen Prozesses zu sehen bekommen. Wie würdest du das dann mal jetzt jenseits dieser ganzen finanziellen Fragen, dass sich weder Oberkochen noch Jena praktisch eigenständige Wege oder wechselseitige Schlucken so richtig leisten konnte. Aber wie schätzt du das denn ein? Wie war denn die juristische Situation dann in den 1990er Jahren? Also die Juristen der Oberkochner Stiftung waren
immer der Meinung, dass natürlich diese Lex Zeiss, dadurch, dass die DDR der Bundesrepublik beigetreten ist, jetzt sozusagen auch in der DDR gilt. Okay. Also ich habe mich darüber auch mal mit Juristen unterhalten. Also die Argumentation der Thüringer Seite, dann wie gesagt ja von Westanwälten ausgearbeitet wurde und die von den Abgeordneten Westbeamten ja auch durchaus als haltbar eingeschätzt wurden, war schon in sich konsistent. Und es war vermutlich in dieser historischen Ausnahmesituation 1990, 91, wenn es zum Prozess gekommen wäre, dann wäre das ja irgendwann 91, 92 vermutlich gewesen. In dieser historischen Ausnahmesituation wäre das, glaube ich, offen gewesen, wie das ausgeht. Mhm. Also ich glaube, die Thüringer Seite hätte da durchaus gute Karten gehabt. Will damit nicht sagen, sie hätten in jedem Fall gewonnen, aber es wäre, glaube ich, offen gewesen. Mhm. Und es war dann tatsächlich, also es wird auch so festgehalten im Aktenvermerk, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen sich sagen, das können wir gar nicht stemmen. Das merken sie auch erst nachdem, es gibt im Februar 1991 einen sehr unglücklichen Vorstoß von Duchak, also dem thüringischen Ministerpräsidenten, gegenüber der Treuhand, dass er jetzt sozusagen alle Anteile auf die Jenaer Stiftung übertragen haben möchte und daraufhin sagen Wild und Rohwedder, ja, dann lassen wir die jetzt mal kommen und machen ihnen ein Angebot, dass sie sozusagen diese restlichen 80% tatsächlich bekommen. Und daraufhin reisen dann die Vorstandsleute von Oberkochen nach Erfurt und haben ein Gespräch mit den zuständigen Ministern, zeitweise ist auch Duchak dabei in Thüringen, wo sie denen erstmal klar machen, was das eigentlich bedeutet, wenn sie jetzt die Unternehmen vollständig übernehmen. Und da merken die dann erst, dass sie sich das eigentlich gar nicht leisten können. Und daraufhin kommt es dann zu diesem Gedankenprozess. Also ja, vielleicht ist es doch besser, wenn man also diese juristische Keule nicht raus. Mhm. Die wird ab und zu noch mal geschwungen in den Verhandlungen dann. Ne? Wird noch mal gesagt, wir könnten ja eigentlich. Oder es wird sozusagen von den die Anwälte bekommen den Auftrag, das noch mal so ganz kompakt aufzuschreiben, sodass das auf drei Seiten durchaus verständlich ist. Das wird dann nochmal den Vertretern der Heidenheimer Seite überreicht, ohne Kommentar, damit die wissen, woran sie sind, sozusagen nach dem Motto. Also es wird schon nochmal eingesetzt, aber eigentlich ist klar, das geht so nicht mehr. Wobei diese ganze Firmenübernahme dann letzten Endes nur durch die öffentlichen Gelder und Treuhandgelder dann auch möglich war und dieses Weiterexistieren. Eigentlich ja. Also es gab ja dann auch im Bundestag natürlich entsprechende Nachfragen, weil es wurde dann ausgerechnet, wie viel Subventionen das faktisch pro erhaltenen Arbeitsplatz war. Und das lag natürlich weit über dem, was bei anderen Unternehmen irgendwie geflossen ist. Ich bin mir nicht sicher, da müsste man Rainer Karsch fragen, ob bei den Chemieunternehmen, ob es da nicht vielleicht noch höher war. Mhm. Und dann hat ein Bundestagsabgeordneter auf einer von mir nicht nachzuvollziehenden Art und Weise eine Berechnung angestellt, wenn man also für die gesamte ostdeutsche Wirtschaft solche Subventionen ausgegeben hätte, wie für Jena, dann hätte man, ich habe die Summe nicht mehr im Kopf, eine exorbitante Summe ausgeben müssen, um das irgendwie zu retten. Nun haben wir uns heute an solche Summen im Wesentlichen schon gewöhnt, damals waren die aber noch nicht so gebräuchlich. Ne? Also insofern, das war schon ein relativ großer Kraftakt, auch fürs Land Thüringen. Also der größte Teil kam natürlich von der Treuhand, der ganz, ganz überwiegende Teil. Aber auch das Land Thüringen hat ja da noch einen erheblichen Anteil mit reingezahlt. Das wollte die Treuhand natürlich unbedingt, damit die damit in der Pflicht sind. Mhm. Aber insgesamt war das schon ein gewaltiger Kraftakt. Und ich meine, unterm Strich muss man sagen, Jena ist natürlich heute eine wirtschaftlich durchaus prosperierende Stadt. Also zumindest vor der Corona-Krise. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das dort konkret ausgewirkt hat. Weil natürlich auch viele Aus- und Neugründungen, weil sozusagen die Universität zusammen mit dem Zeiss-Unternehmen und so, dann wurden ja auch viele wissenschaftliche Institute von der Helmholtz-Gemeinschaft, von Max Planck, Fraunhofer dort angesiedelt. Sodass Jena kann man schon als Erfolgsgeschichte tatsächlich betrachten. So bitter das zunächst für die waren, die dort entlassen wurden. Keine Frage.
Und wie hat sich dann dieses neue Miteinander, als das alles gelöst war, entwickelt? Also ich weiß nicht, das war dann noch in diesem einen Forschungsprojekt ein bisschen Teil deiner Beobachtung oder ist das jetzt praktisch schon außerhalb deiner eigenen? Naja, ich habe das ja bis zum Ende der 90er Jahre faktisch dann noch so mehr oder weniger betrachtet. Der Punkt war, dass also die Treuhandanstalt hat ja für 5 Jahre die Verluste übernommen in Jena. Und das wurde durch eine Einmalzahlung schon vorneweg abgegolten, damit das nicht natürlich ein Anreiz besteht, möglichst hohe Schulden, die Verluste dann immer größer zu machen natürlich. Und da gab es in Jena lange natürlich immer sozusagen die Vermutung, ja, also dieses ganze Geld wird jetzt dazu benutzt, um Oberkochen zu sanieren. Ne? Also weil man natürlich auch wusste inzwischen, dass Oberkochen durchaus jetzt auch nicht so blendend dastand. In Oberkochen wiederum, da haben sich ja die Beschäftigten auch sehr früh schon in dem Prozess, schon im Frühjahr 1990, Sorgen gemacht um die Pensionsrückstellungen, also die berühmten Zeiss-Pensionen, die ja was Besonderes sind. Ne? Ob denn die jetzt sozusagen dazu benutzt werden, um die Ostunternehmen zu retten und so und wie viel da jetzt in Jena in den Schlund fließt und Oberkochen dann runterreißt oder so. Diese Vorbehalte gab es natürlich lange Zeit. Und als dann diese Zeiss-Krise, wie gesagt, 94, 95 akut ausbrach, die natürlich eine Gemengelage, also die Ursachen waren natürlich eine Gemengelage. Also das war zum einen die strukturellen Schwierigkeiten, die Oberkochen ohnehin schon hatte. Jena musste natürlich total umgebaut werden und saniert werden. Und diese Fahrt aufnehmen, eine erhebliche Beschleunigung der Globalisierung, die ja für alle Unternehmen irgendwie auch eine neue Herausforderung war, das kam da natürlich alles zusammen. Und in dieser Krise haben die Vorbehalte natürlich dann nochmal eine ganz erhebliche Rolle gespielt. Da gibt es natürlich Demonstrationen auf den beiden Seiten mit entsprechenden Transparenten und wo man sich auch wechselseitig beschuldigt. Das wurde im Laufe der Zeit so nach und nach abgebaut, indem dann natürlich auch Leute, die vormals in Oberkochen tätig waren, dann nach Jena umzogen, beziehungsweise andersrum, weil die Geschäftsbereiche ja dann auch umgebaut wurden, um gerade auch diese Doppelfertigungen und so zu reduzieren und abzubauen. Ne? Und wie sind die Unternehmensteile in Oberkochen und Jena heute aufgestellt? Also hat sich irgendwie die Schwerpunkte Richtung Jena verlagert oder ist Oberkochen immer noch so das Herz der Firma? Die Konzernzentrale sitzt nach wie vor in Oberkochen. Und in Oberkochen gibt es, soweit ich weiß, nach wie vor durchaus Befürchtungen, dass die Konzernzentrale dann doch irgendwann mal nach Jena zieht, weil das war ja auch ein Argument von Skolodek, also dem Vorstandssprecher von Oberkochen, war immer das Argument, ja, Jena ist natürlich der Vorteil, also sozusagen die Universität ist da, das ist ein ganz anderer Ort. Du warst wahrscheinlich noch nie in Oberkochen. Nee. Ich war im Zuge dieser Recherchen einmal in Oberkochen und das ist natürlich was anderes als Jena. Ne? Also aber dort wurde auch ganz erheblich investiert, auch in den letzten Jahrzehnten noch in Oberkochen, als auch in Jena. Also auch in Jena wurde ganz erheblich investiert. Also im Moment würde ich sagen, gibt es keine Gefahr für beide Standorte. Das ist bei Schott und dem Glaswerk in Jena ganz anders. Ne? Also da gibt es zwar auch eine Standortgarantie für Jena, aber die sind in den 90er und 2000er Jahren ganz gewaltig gewachsen, weil sie sich dann auf die Solarzellen fokussiert hatten, in dem Maße, wie die Solarproduktion in Deutschland in die Krise gekommen ist, weil eben die Chinesen das deutlich billiger hergestellt haben, wurde in Jena das Glaswerk ganz deutlich runtergefahren und da auf dem Werksgelände begegnet man kaum noch irgendwelchen Menschen, da sind wirklich bloß noch ganz wenige Fertigungen, wenn sich da nicht in den letzten 2 Jahren, die ich jetzt nicht mehr da war, nicht etwas Grundlegendes getan hat, aber ich habe jedenfalls in der Presse nichts wahrgenommen, sagen wir mal so. Falls jemand zuschaut aus dem Unternehmen, kann an Jörg von Bilawski alles richtigstellen. Und Jörg hat offensichtlich auch schon eine Rückmeldung aus dem Publikum. Eine Frage, die bezieht sich vor allem darum auf die Arbeitslosigkeit, die danach stattgefunden hat. Wer musste gehen, wer durfte bleiben? Gab es einen Elitenaustausch in den beiden Unternehmen bei dem Übergang, Vereinigung? Naja, es war im Zuge dieser Verhandlungen immer wieder mal Thema. Also die Geschäftsführung stand natürlich schon unter Druck, weil es waren ja, also Klaus-Dieter Gattner zum Beispiel,
der Geschäftsführer von Carl Zeiss Jena, war vorher Stellvertreter von Biermann als dem Kombinatsdirektor. Also die waren ja vorher schon in Führungspositionen. Und da gab es natürlich schon Vorbehalte aus der Belegschaft sowohl als auch von den neuen Parteien und Oppositionsgruppen, die zum Teil gesagt haben, also es kann ja nicht sein, dass die alten Seilschaften da und so. Nun hatte sich Gattner aber durchaus auch relativ frühzeitig profiliert, auch mit Alternativkonzepten, als Biermann noch im Amt war und so. Und die Treuhandanstalt wollte ihn nicht absetzen, weil er sollte diesen Vereinigungsprozess, diesen Umbauprozess da zunächst durchziehen. Er wurde dann nach der Unterzeichnung der sogenannten Grundsatzvereinbarung im Sommer 1991 wurde er dann tatsächlich entlassen, weil das war auch völlig logisch, weil jetzt kamen natürlich die Leute aus Oberkochen, die da die Macht übernommen haben. Ansonsten, das entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnis, also bei den Massenentlassungen, wie da genau vorgegangen wurde. Also es gab ewige Auseinandersetzungen auch um die Sozialpläne, weil die dann auch erst höher waren, als das in der Vereinbarung der Treuhand mit dem DGB vorgesehen war. Da gab es ja so eine Rahmenvereinbarung, wie hoch die Sozialleistungen sein durften pro entlassenen Beschäftigten. Wie genau die Auswahl stattgefunden hat, das entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnis. Zum Teil war die Rede davon, von Sozialkriterien, inwiefern das aber dann tatsächlich konsequent durchgezogen wurde, das kann ich nicht beantworten. Es gibt noch eine weitere Frage von Rainer Hudemann aus dem digitalen Publikum zu den Akteuren. Wie sind die Konzepte, Wirkungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten der zuständigen westdeutschen hohen Landesbeamten unterhalb der Ministerebene einzuschätzen? Eine sehr spezielle Frage, die Sie vielleicht beantworten können. Also wie wurde auf der unteren ministeriellen Ebene quasi gehandelt und Einfluss geübt? Naja, der Punkt war ja, die Stiftungsverwaltung lag beim Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg. Dort im Wissenschaftsministerium gab es einen Geschäftsführer der Stiftung, das war ein Landesbeamter. Und der hat natürlich die entsprechenden Vorlagen und die entsprechenden Kontakte mit den Anwälten gehalten. Aber nach meinem Eindruck, also insbesondere dann, als es um die Staatsverträge ging, war ja der zuständige Minister Klaus von Trotter. Der hat sich da schon relativ stark selbst eingebracht, musste natürlich auf die Vorlagen der Anwälte und dieser Beamten zurückgreifen, keine Frage. Aber das war dann schon in der Spätphase. In der Anfangszeit, also die ich ja jetzt auch gekennzeichnet hatte, dass die Unternehmen bzw. die Unternehmensspitzen die entscheidende Rolle gespielt haben, hat der Wissenschaftsminister eigentlich noch keine große Rolle gespielt. Da war von der Stiftung eigentlich immer deren Anwalt dabei, der durchaus da auch versucht hat, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Also der hatte eine flüchtige Bekanntschaft beispielsweise mit Lothar de Maizière, die er dann versucht hat zu nutzen. Lothar de Maizière hat mir gegenüber das dann doch eher runtergespielt, hat gesagt, also ich habe mir das gar nicht angehört, ich hab den gleich an meinen persönlichen Mitarbeiter verwiesen und so. Also die haben auch durchaus versucht, also nicht nur in Bonn Lobbyarbeit zu machen, das haben sie ganz aktiv gemacht, da gibt es unzählige Briefe, dass sie alle möglichen Bundesminister angeschrieben haben wegen der Causa Zeiss. Aber sie haben auch von Oberkochen aus direkt versucht, in die letzte DDR-Regierung hineinzuwirken. Ja, soweit erstmal die Fragen aus dem digitalen Publikum. Wie sieht es mit dem analogen Publikum aus? Dirk, Andreas, wir haben ja gleich hier eine Serie von Wortmeldungen. Wir sammeln die jetzt mal. Ja, Stichwort fiel ja jetzt gerade Bundesregierung. Also wir haben ja nur jetzt was über diese Landesregierung Baden-Württemberg gehört. Welchen Einfluss hatte vielleicht die Bundesregierung, also Wirtschaftsministerium, Finanzministerium? Die haben sich offenbar nur gar nicht in diese Prozesse eingemischt. Frage? Die haben sich da weitestgehend rausgehalten. Also wie gesagt, Zeiss Oberkochen hat versucht, dort Lobbyarbeit zu machen. Die haben natürlich wirklich tatsächlich auf der höchsten Ebene die Minister angesprochen, insbesondere auch den Justizminister, also gar nicht nur so sehr jetzt Wirtschafts- und Finanzminister, da sieht man dann schon, dass in diesem Fall wirklich die juristischen Fragen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und der sollte Einfluss nehmen sozusagen auf die Gesetzgebung
in der DDR, wie gesagt, in der Regierung de Maizière wurde ja überhaupt erst ein erstes Stiftungsgesetz verabschiedet. Und in dem Stiftungsgesetz gibt es eine Formulierung, die geht genau auf diese Einflussnahme zurück und sollte verhindern, dass die Zeitstiftung Jena da bestimmte Festlegungen für sich wirksam machen konnte. Also da waren sie durchaus erfolgreich. Aber die Bundespolitik hat sich da weitgehend rausgehalten. Das war also in allererster Linie Sache von Baden-Württemberg und Thüringen. Also Thüringen dann erst ab dem 3. Oktober, vorher de Maizière-Regierung. Und da, das hatte ich ja im Vortrag gesagt, also die waren dann auch bereit, den Westunternehmen sehr weit entgegenzukommen, weil die hatten wirklich die Arbeitsplätze im Kopf. Das war deren Hauptsorge. Ja, meine Frage richtet sich an Schott nochmal, an das Unternehmen Schott. Da gab es ja auch einen Westableger, ich meine, der war in Mainz. Welche Rolle hat der denn in dem ganzen Konglomerat gespielt? Vielleicht habe ich es auch eben überhört, aber ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es immer nur nebenbei erwähnt, weil also zur Karl-Zeiss-Stiftung gehören faktisch zwei Stiftungsunternehmen eigentlich von der Geschichte her. Das ist Karl-Zeiss Jena und das war das Jena, wie hießen die, Jena Glaswerk Schott und Genossen. So hießen die traditionell. Und auch im Falle von Glaswerk gab es dann einen Ableger, der im Westen neu gegründet wurde. Das war dann Schott Mainz. Also Schott und das Glaswerk haben sich etwas später als Zeiss noch zu Zeiten der Teilung geeinigt über die Namensregelung. Und zwar war die Regelung dann dort so, dass das Mainzer Unternehmen hat den Namen Schott bekommen und das Jena Unternehmen hat unter dem Namen Jena Glaswerk formiert. So, und bei denen war der Prozess dieser Wiedervereinigung, das ist alles auch Teil dieses Prozesses, das habe ich jetzt im Vortrag rausgelassen, um mich da auf Zeiss zu konzentrieren, war die Lösung etwas unproblematischer und einfacher als bei Zeiss, aus dem einfachen Grund, weil das Glaswerk A, viel kleiner ist oder damals schon gewesen ist als Zeiss und B, war das Glaswerk noch in einem viel schlechteren Zustand, viel maroder als Zeiss, sodass dort von vornherein klar war, dass im Grunde genommen Schott das übernehmen wird. Also die Lösungen für Schott und das Glaswerk lagen viel früher auf dem Tisch. Die mussten dann immer auf Zeiss warten, weil das ja immer mit der Stiftungsfrage zusammenhing. Deswegen war das dann auch Bestandteil dieser Grundsatzvereinbarung. Da war natürlich Schott und das Glaswerk mit eingeschlossen. Das habe ich im Vortrag jetzt bloß aus Zeitgründen alles rausgelassen und mich da auf Zeiss fokussiert. Ja, vielen Dank, Herr Steiner, für Ihren Vortrag. Wir haben ja in den aktuellen Debatten über Ostdeutschland immer wieder die Hinweise, dass es zu wenig Unternehmenszentralen in Ostdeutschland geben würde, also vor allem große Unternehmen, DAX-Unternehmen, Global Player. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz auf die zeitgenössische Debatte damals eingehen, warum sozusagen dieser Standort der Unternehmenszentrale nicht nach Jena komplett verlegt wurde, an welchen Gründen das sozusagen gescheitert ist. Naja, das war von Oberkochner Seite, die haben das überhaupt nicht in Erwägung gezogen, wirklich. Also es gab ja durchaus auch in den Verhandlungen einige Momente, wo es dann auch so ein bisschen um den Stil ging. Ne? Also die internen Papiere von Oberkochen, die lasen sich ja wie ein Oberkochner Verantwortlicher dann an irgendeiner Stelle gesagt hat, also wenn die Jena das so lesen, dann müssen die sich ja wie in einem Kolonialsystem vorkommen und so. Ne? Und daraufhin hat man dann sozusagen auch gesagt, naja, da müssen wir ein bisschen was dran machen an dem Stil und so und das ein bisschen anders formulieren. Das haben sie dann auch tatsächlich gemacht. Aber die Unternehmenszentrale tatsächlich jetzt nach Jena zu verlegen, stand nie wirklich zu dieser Zeit jedenfalls nie ernsthaft zur Debatte. Skolodek hat das mal in so einer Diskussion in den Raum geworfen, dass man das in der Zukunft vielleicht irgendwie mal in Erwägung ziehen könne, weil ja dann die Stiftung und so. So, aber da gab es natürlich erhebliche Vorbehalte in Oberkochen und die haben sich ja in Oberkochen natürlich auch immer als die Stärkeren verstanden, waren sie ja zu dem Zeitpunkt auch. Erst recht, nachdem dann nur noch dieses kleingeschrumpfte Unternehmen in Jena ja übernommen wurde. Und insofern stand das eigentlich nicht zur Debatte, dass die Konzernzentrale da irgendwie nach Jena zieht. Ob das irgendwann vielleicht dann doch nochmal passiert, keine Ahnung. Also es war ja lange Zeit, der ist letztes Jahr zurückgetreten oder vor 2 Jahren, weiß ich nicht mehr genau.
Es gab ja dann ab den 2010er Jahren auch den ersten ostdeutschen Vorstandsvorsitzenden von Zeiss. Also das habe ich dann im Buch mal so benannt. Also da ist dann die Vereinigung wirklich abgeschlossen, dass ein Ostdeutscher da sozusagen Vorstandsvorsitzender wurde. Der ist jetzt in Ruhestand gegangen inzwischen. Aber auch der hat das nach meinem Wissen jedenfalls nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Ja, wir haben noch eine Frage aus dem virtuellen Raum. Dafür braucht Jörg das Mikro, genau. Oh ja. Ja, unser Zuschauer, Herr Bertram, der fragt, er weiß, dass bei der Privatisierung des mitteldeutschen Olefin-Verbundes in Richtung Dow Chemical die Kosten pro Arbeitsplatz bei ungefähr 500.000 D-Mark lagen. Kann man das irgendwie auch bei Carl Zeiss beziffern, wie der Privatisierungsprozess sich in Kosten für den Arbeitsplatz ausdrückt? Ich muss gestehen, ich habe die Zahl jetzt nicht wirklich im Kopf. Also mir ist so wie 600.000. Gut. Aber ich würde dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, müsste ich nachgucken. Dankeschön. Dirk, eine Frage noch? Mich würde vielleicht noch interessieren, wie Sie die Rolle der thüringischen Landesregierung einschätzen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das ja ein sehr adaptives Verhalten gewesen von der thüringischen Landesregierung unter Duhratsch, unter Ministerpräsident Duhratsch. Also auf der einen Seite zunächst eine Überschätzung der eigenen Situation und dann sozusagen der Lernprozess, der dann einsetzt und am Ende ein erfolgreiches Ende ja auch für die Thüringer Landesregierung abgibt. Also eine Volksgeschichte sozusagen für alle Beteiligten, wenn man so will, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Dann gibt es sozusagen in Thüringen ja noch einen anderen Fall, der komplett anders gelaufen ist für die thüringische Landesregierung. Das ist der Kralibergbau Bischofferode. Also wie erklärt sich, dass wir sozusagen hier ganz unterschiedlich Adaptionsverhalten bei der Regierung? Es war natürlich dann primär die Nachfolgerregierung dann auch von Bernhard Vogel dann auch, aber der, wenn er angesprochen wird auf Bischofferode, ja bis heute zusagte, er aber da in die Fratze des Kapitalismus geschaut. Also auch eine Frage sozusagen, wie so Problemlagen, auch die eigene Position perzipiert wurde. Im Falle von Carl Zeiss offenbar erfolgreich und richtig und in einem anderen Fall komplett aus dem Ruder gelaufen. Wie kann das, ich glaube, das, würden Sie das erklären? Also ein Grund dafür ist erstmal, dass es natürlich ganz unterschiedliche Unternehmen sind. Ne? Also dieses Renommee von Carl Zeiss, das Prestige, was die hatten, das hat der Kalibergbau ja so nicht in dieser Form. Und der Punkt war meines Erachtens so ein bisschen, dass Duhrak dann im Februar da so vorgeprescht ist, war ja eine Folge der knallharten Schließung des Automobilwerks in Eisenach im Januar 1991. Als die Treuhand also die Automobilwerke dann sang und klang nur schließt. Und das führt ja in gerade in Thüringen, aber natürlich auch in Sachsen, Zwickau und so, zu einem erheblichen Proteststurm. Und Duhrak war klar, noch so ein Fall kann er sich nicht leisten in Thüringen jetzt. Und noch dazu mit so einem Vorzeigeunternehmen wie Jena. So, nun ist, wie jetzt schon mehrfach deutlich wurde, nun die gesamte Zeiss-Problematik natürlich in allererster Linie erstmal eine juristische gewesen und dann sozusagen eine wirtschaftliche. Und in den juristischen Fallstricken hat er sich dann auch mehr oder weniger verheddert. Nun muss man aber dazu sagen, dass zum Beispiel der Wirtschaftsminister in der Duhrak-Regierung, der dann ja faktisch der Stiftungskommissar auch war, der kam ja von Zeiss. Der war ja vorher Ingenieur bei Zeiss. Und so, also die waren so einigermaßen zumindest mit der Lage dann irgendwie auch vertraut. Und diese Abgeordneten Westbeamten, die eigentliche Arbeit da gemacht haben im Wissenschaftsministerium beziehungsweise im Wirtschaftsministerium, ja, die haben sich da relativ schnell dann von diesen Anwälten einweihen lassen. Und im Falle von Kali, da war die Problematik dann natürlich, glaube ich, noch eine andere, weil die Überkapazitäten waren ja vorher schon da. Also wenn man es jetzt zusammengerechnet hat auf Ostdeutschland. Und dann war ja tatsächlich die Frage, was ist rentabel zu betreiben und was ist nicht so rentabel zu betreiben. Und soweit wie ich das übersehe, war es ja tatsächlich so, dass Bischofferode tatsächlich nicht rentabel zu betreiben war. Also das waren wirklich einfach wirtschaftliche Argumente dann letztendlich, die aber natürlich auch sehr unglücklich damals verkauft wurden und die ganze Geschichte also auch politisch sehr unglücklich gelaufen ist, um es klar zu sagen. Ja, viel Stoff für Diskussion und das Thema hat uns ja auch in den Vorträgen bisher begleitet gehabt.
Wir hören in 2 Wochen am Montag 18 Uhr den letzten Vortrag in der Reihe. Ich finde völlig verblüfft, dass es auch aufhört. Wir wollen Wolf-Rüdiger Knoll vom IFZ München dann hören zum Thema Treuhand, die Region Berlin-Brandenburg und die Stahlindustrie. Dir, lieber André, vielen Dank für den Vortrag, für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Jörg, für die Moderation. Audiosprint für die Technik, müssen wir auch mal bei so einer Gelegenheit sagen. Und ich wünsche Ihnen allen guten schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause, die noch nicht zu Hause sind. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.